Freunde, es ist 7 Uhr morgens. Ich bin todesmüde. Ich habe, glaube ich, 2-3 Stunden nur gepennt. Aber Leute, ihr wisst ja, ich bin pizzaverrückt. Und was viele nicht wissen, dass einer meiner größten Ziele im Leben ist, herauszufinden, was die beste Pizza der Welt ist. Also wenn ich in irgendeiner Stadt bin, dann versuche ich immer herauszufinden. Welches die beste Pizza der Stadt ist, um dann herauszufinden, welches die beste Pizza der Welt ist. Und dafür dachte ich mir, warum fliege ich nicht in das Land, wo die Pizza erfunden wurde? Beziehungsweise in die Stadt. Leute, ich kann wirklich jeden Tag fucking Pizza essen. Ich esse auch jeden Tag Pizza. Als ich bei der Fahrschule war, habe ich nichts anderes gegessen als das. Das ist einfach nur geisteskrank. Let's go. Und Leute, für alle, die es nicht wussten, das Land, in der Pizza erfunden wurde, ist natürlich Neapel oder auch Napoli genannt. Man kennt es ja vielleicht, im ein oder anderen Restaurant heißt sogar die Pizza Margherita Napoli. Der Pizza-Nerd am Flexen. Jedenfalls bin ich jetzt am Düsseldorfer Flughafen und bin jetzt bereit, nach Neapel zu fliegen. Und so lost wie ich bin, habe ich natürlich fast meinen Flug verpasst. Okay, jetzt muss ich rennen. Mein Gate schließt in ein paar Minuten und ich habe ihn immer noch nicht drin. Fuck, ich muss das andere Ende laufen. Ich bin so lost. Oh mein Gott. Run. Leute, ich weiß jetzt schon, dieses Video wird richtig pizzanördig, aber ich hab Bock. Okay, Freunde, nach einem 2-stündigen nervigen Flug bin ich endlich angekommen in Italien. Ja Leute, ich bin in Neapel angekommen. Es ist fucking heiß hier. Es ist sehr nice Wetter hier. Kann man vielleicht sehen. Es ist sehr nice. Ich habe keinen Plan. Ich spreche kein Wort Italienisch. Ich hoffe, ich komme jetzt irgendwie zu meinem Hotel. Und danach würde ich sagen, machen wir uns auf die Suche nach der besten Pizza der Welt. Ja, buongiorno. Buongiorno. Okay, Freunde, ich bin auf jeden Fall jetzt angekommen und sieht auf jeden Fall anders krass hier aus. Ich kann das euch mal zeigen. Das hier ist die Straße, wo mein Airbnb ist, also mein Hotel sozusagen, also wo ich heute pennen werde. Und es sind alles so verwinkelt auch. Einfach anders. Ich hatte gerade auf jeden Fall auf der Straße einen miesen Kulturschock, weil irgendwie niemand benutzt hier einen fucking Blinker. Die benutzen einfach die Hupe als Blinker. Keiner blinkt hier. Die fahren einfach, wie sie wollen, alle. Das ist einfach geisteskrank. Dann würde ich sagen, mache ich mich auf die Suche nach der Pizza. Leute, ich darf auf keinen Fall vergessen, warum ich eigentlich hier bin. Und zwar, um die beste Pizza zu finden. Und ich bin schon auf dem Weg hierher und durch die Stadt unten gegangen und habe auf jeden Fall schon den einen oder anderen geilen Pizzaladen gesehen. Aber Leute, ich bin natürlich nicht wegen irgendeinem Pizzaladen da, sondern wegen dem besten der Welt. Und das ist nicht übertrieben. Das ist wirklich der beste Pizzaladen der Welt. Vielleicht kennt ihr der ein oder andere dieses Video von Galileo. Wir sind zu Besuch in der Pizzeria von Umberto Fornito, Pizza-Weltmeister. Fünffacher Europameister, fünffacher Landesmeister und. Da haben die über so einen Pizza-Weltmeister berichtet. Und dieses Video habe ich damals gesehen, als noch etwas kleiner war. Und es hat es mir so angetan, dass ich unbedingt mir vorgenommen habe, mal einmal im Leben zu dieser Pizzeria zu gehen. Und dieser Pizzabäcker ist Pizza-Weltmeister. Der heißt Umberto Fornito. Ich habe alles gegeben, um herauszufinden, wo der seinen Laden hat. Und das ist in einem Vorort von Neapel. Da werden wir jetzt hinfahren. Es hat etwas gedauert, bis ich es gefunden habe. Leute, ich hoffe, es ist wert. Und ich hoffe, das ist die beste Pizza der Welt. Wenn nicht, haben wir heute Abend noch mal Zeit und wir können heute Abend noch mal eine Pizza essen, weil wir sind in Neapel. Hier wird safe noch mal irgendwo eine Pizzeria sein, die geil ist. Die Pizzeria von dem Umberto ist noch so ungefähr 40 Minuten von hier, also von der Innenstadt. Und ich würde sagen, let's go. Von Neapel und die Stadt wird immer kleiner und sieht immer mehr aus wie so ein Dorf und ich bin echt gespannt, ob da die Pizzeria ist. Ich bin so gespannt, ich hab so Bock. Okay Leute, ich bin jetzt hier angekommen. Es ist auf jeden Fall ein Vorort von Neapel und ich habe gerade einfach eine random Person gefragt, die so ungefähr in meinem Alter war, was hier so die beste Pizzeria im Umkreis ist und die meinte auf jeden Fall, das ist die. Leute, wir haben nur noch 6 Minuten zu laufen und dann kommen wir bei der besten Pizzeria der ganzen Welt an. Also ich hoffe es wirklich, dass die beste ist. Ich hoffe Galileo lügt nicht. Ich hoffe die ganzen Menschen, die hier wohnen, lügen nicht. Also ich würde auch, Digga, ich würde alles dafür geben, wenn ich diese Pizzeria in meinem Dorf hätte. Das wäre das Allerkrasseste. Nee, aber dann hat sich der ganze weite Weg gelohnt von fucking Köln bis nach Napoli. Ich hoffe, der Pizza-Weltmeister ist überhaupt da. Das wäre also der super GAU, wenn er gar nicht da wäre. Hier gibt es halt an jeder zweiten Ecke eine Pizzeria, die unfassbar lecker aussieht. Und die haben halt diese napoletanischen Pizzen, die halt so einen dicken Rand haben mit dem Käse. Oh, das ist ein geiles Video, Digga. Ich liebe das jetzt schon. Das kann ich jeden Tag machen. Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, ich sehe sie. Pizzeria. Ich kann es nicht fassen. Ich kann es nicht fassen. Da ist sie. Ich hoffe, es ist nicht so viel los. Und ich hoffe auch, dass ich da filmen darf. Da ist sie, die legendäre Pizzeria. Das ist sie. Das ist sie. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie ich sowas so geil finden kann. Leute, kurz um festzuhalten. Wir sind jetzt angekommen. Das ist das legendäre Schild. Ich stehe vor ihr. Der besten Pizzeria der Welt.
Holy shit. Leute, ich bin 500 Kilometer für einen Döner gefahren, ja? Ich gebe jetzt mal die Pizzeria ein und dann Köln. Viele Kilometer sind das? 1500 Kilometer bin ich gereist, um diese Pizza zu essen. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Und dann ist was passiert, was echt richtig belastend war. Seht selbst. Ich bin drin, ich betrete sie gerade. It's closed. Ah, okay. Nein! Ich bin 7 Uhr. Das kann nicht wahr sein, Leute. Das kann nicht wahr sein. Die machen erst um 7 Uhr auf und wir haben jetzt 15 Uhr. Nein! Wie kann man so viel Pech haben? Das Ding ist, bei Google Maps stand halt, dass sie um 13 Uhr offen hatten. Ich war halt schon da. Jetzt kann ich wieder 40 Minuten zurückfahren in die Stadt. Aber was soll ich jetzt machen hier? Okay, Leute, das ist jetzt offen. Ich bin ein zweites Mal da. Ich habe so Hunger. Ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Ich habe Hunger. Okay, Freunde, ich bin jetzt drin und ich habe schon meine Pizza bestellt. Ich bin so hyped, Alter. Die beste Pizza der Welt. Alter, der Pizzagott. Ich habe auf jeden Fall gefragt, ob ich auch filmen darf. Die meinen, alles ist voll okay. Und so macht man die beste Pizza der Welt. Pizza-Weltmeister Umberto von Nito von Galileo. Ehrenmann. Thank you. Okay, Leute, jetzt probiere ich die Pizza. Bin gespannt. Bin so gespannt, Leute. Das Ding ist, hier sind nur Einheimische und die gucken mich gerade richtig dumm an, dass ich das so abfeiere. Die kennen das, glaube ich, gar nicht, so viele hinkommen. Oh mein Gott, holy shit. Und dann sage ich nicht nur, weil ich extra hergekommen bin, aber das ist wirklich die beste Pizza, die ich jemals gegessen habe. Wirklich, das ist geisteskrank. Und ich habe schon alle Pizzen gegessen, egal wo ich war. Mm. Boah, crazy. Das hat sich so anders gelohnt. Der kann so aufhören für eine Pizza. Leute, ich habe die Pizza gegessen. Es war geisteskrank. Jetzt habe ich alles geschafft. Jetzt habe ich die beste Pizza in meinem Leben gegessen. Ich werde, glaube ich, keine bessere mehr finden. Dann muss echt einiges passieren. Wenn ich eine bessere finde als in Napoli, da wo sie erfunden wurde, geht, glaube ich, gar nicht. Das ist unmöglich. Ich auch genug sagen, kommt hierher, wenn ihr hier seid. Genau, jetzt fängt an, Italien gegen Belgien zu spielen. Die ganze Stadt ist jetzt schon in Stimmung. Und der Ehrenmann, der die Pizza gemacht hat. Thank you very much, man. Thanks. Bye, bye, beste Pizzeria der Welt. Ich würde alles dafür tun, wenn es euch in Köln gäbe. Ich habe ja gesehen, dass man hier auch bei Lieferando bestellt. Kann. Ich ziehe einfach hier hin. Imagine, man kann einfach die Pizza bei Lieferando bestellen. What the fuck, Alter? Ich brauche diese Pizza. Das ist wirklich. Ich mir denke wahrscheinlich, ich bin geisteskrank, aber ich brauche diese Pizza. Nee, wirklich. Die hat einfach nur 4,50 Euro gekostet. So eine Pizza kostet mindestens 10 bis 15 Euro. Und weil ich so nett filmen durfte und das alles ein bisschen dokumentieren durfte, habe ich natürlich ein fettes Trinkgeld gegeben und habe mich ultra gefreut. Das war sehr schön. Ho, 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 it's my-